ganze Wahrheit. Eine Piratengeschichte lässt sich nur auf eine Art erzählen. Ein Stück voller Musik und aufwendiger Inszenierungen. Wir machen wackelköpfig weiter. Ja, das sind meine echten Haare. Zwischendurch schauen sie halt so aus. Zwischendurch werden sie genau das, weil es die richtige Auflösung. Verdammt, bin ich paranoid. Ja, richtige Auflösung ist an. Versunkener Abgrund, Ruinen. Nein, Totems wollen wir zerstören. Okay, kämpfen sollen wir. Was haben wir hier für einen Zauber? Das Beben. Auf die Kanone. Oh, okay, ich kämpfe ja mit euch. Das ist ein Deckenspiel. Die Möwen, scheiße. Nee. Ja, die Shotgun ist ein bisschen zu schwach. Ich seh's. Oh, Pilzgefährte Spitze werden nie zu schwach sein. Okay, ich erkenne hier ein Muster. Mhm. Noch ein Hinweis, dass meine Theorie richtig ist. Du bist nicht zufällig bereit, deine Theorie zu teilen? Nein, bin ich nicht. Mir gefällt deine Fahrt. Jetzt gefällt das schon wieder ein Fahrt, das verdammt Teil. Ich kämpfe gegen Menschen. Auf meine Hände flammen. Oh. Verdammt. Warum ist Zauberschuss drauf? Sonst wär's. Das ist nicht perfekt für mich. Grabspross und Zauberschuss. Ich bin Spornhüter und Clownbringer. Nein! Oh. Ich habe einen Mate, mit dem ich das zwischendurch spiele. Letztes Monat einmal. Und dieses Monat einmal. Zweimal. So in die Richtung. Der wird sich freuen. Gut für ihn. Yay. Was ist das hier drüben? Schaut. Ah, ein Schild. Das schaut doch mal besser aus. Wirksamkeit zu überwältigen. Magiespeerfeuer. Oh, warum finde ich das so lächerlich, die Zaubersprüche? Glücksregen. Die Chancen steigen. Auf was? Auf bessere Ringe? Ich glaube, da habe ich schon länger Zeit keinen mehr gehabt. Also rein damit. Ja, nehmen wir auch mit. Da muss ich gar nicht runter, oder? Wir gehen trotzdem. Ob das mein Tod ist? Ja, das ist er. Now we know. Hi. Neustart. Den brauchte ich. Nachdem ich gerade den Outro, das wo ich zweimal gespielt habe, nur auf die Fresse bekommen habe. Oh, das Spiel ist so schwer. Und dann bestraft es euch. Nimm dieses Geld sofort. Ich schmelze das in Zauberkomponenten ein. 15. Gib mir deinen Müll, du Müll. Level 15 war mein Müll. Mein voriger Ring. Da, seht ihr. Da ist doch was anderes hier unten noch, oder? Hoi. Wieder Weg zurück. Jetzt geführt aus dem Weg. Vergaße mich ja nicht, okay? Totems totschlagen. Coole Stadt hier. Okay. Weißt du, es scheint, als hätte Phil diese Totems platziert, um die Piraten vor den Monstern zu schützen. Genau das war meine Theorie. Ach, war sie das? Wirklich?
Oder behauptest du das nur, nachdem ich es herausgefunden habe, um verdammt schlau zu tun? Ich brauche deine Bestätigung nicht. Egal. Die Beweise sind zerstört. Wir müssen nur noch hoch zum Gefängnis, um unseren Klienten zu verteidigen. Schon gut, schon gut. Den Tod! Das einzige Sie gürten dich und rauben dich aus! Ein ich hätte wohl noch deine Gewehr schon wieder fahren lassen. Mein Kopf kommt einfach mal darauf. Unglaublich, der Typ. Ist er gerade gestorben? Oh. Das ist die neue Shotgun, die ich mir gewünscht habe. Das ist eine Salz-Shotgun, verdammt. Ich hasse es. Ah, ich mag keine Scheiben-Shotguns. Warum die Scheiben-Shotguns? Nein. Sorry, Blitzgefährte. Hätte nicht so ausschauen sollen, als hätte ich dich geschlagen. Die gute Loot. Stößt er? Nein, hier oben nicht. Was ist das denn? Firing Range. Das schaut nach da. Bones Free Woods neben Mission aus, wenn ich das an Schiff sehe. Das ist ein Schiff. Yep. Goldene Kugel. Ja. Hör damit. Oh, was ist da? Ich wische immer das Falsche. Okay, retten wir Dr. Phil. Ja, keine Musik mehr ist in meinem Spiel. Ich hasse es. Ganz sanft und ganz leicht spielen sie es im Hintergrund. Gold. Oh, da ist die gute Loot vielleicht. Big Money. Neue Pistole. Oh, wo ist die andere? Die können wir austauschen mal. Das wissen wir gleich. Einem alten Seebären bringen. Keine neuen Tricks. Irgendwie finde ich sie ein bisschen fad, die Pistole. Oh, das sind wieder Automaten. Warte mal, ist das das? Anfang der Map? Das riecht nach Anfang der Map. Wie komme ich hier rüber? Hier unten durch. Bin neugierig. Oh, wenn ich da runterhupfe, werde ich vielleicht bestraft und muss da alles wieder rumlaufen. Ist das mein Boy, Bones Free Woods? Hast du weitere Songs für mich? Du kommst gerade recht, mein lieber LeChance. Wind im Segel meines Herzens wurde gefangen genommen. Es war dieser diebische Piratenlord, der braungebrannte Gilbert. Ich will ihn mit einem rostigen Entermesser bearbeiten. Doch leider trägt er den besten Schutz. LeChances Anschlagrüstung. Nachdem sich Gilbert letzte Nacht mit Süßholzraspeln seinen Weg auf unser Boot erschlichen hatte, stahl er LeChance und verschwand. Muss diese Seezauberei benutzt haben, die hier auf der Insel so beliebt ist. Sprich mit der hiesigen Hexendoktorin. Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich will doch nur Thumbnails schießen. Anschlagrüstung ist kostbare Beute. Wenn man sie trägt, ist man unsterblich. Das sagt zumindest die Legende. Irgendwie hat Gilbert LeChance die Rüstung vom Leib gerissen. Es sei denn, er... Nein, er muss magische Teufelei benutzt haben.
Die Hexendoktorin ist eine alte Freundin. Ihre Magie hat mir bei mancher sauren Seegurke geholfen. Die sind wie normale Seegurken, nur saurer. Die müssen dann extrem sauer sein. Warum zeigt es mir da eine nach oben Taste an? Ups. Jetzt sind immer die Pistole drin. Wo war meine andere Violette? Ah, ich hab's mit der blauen ausgetauscht oder was? Pistol, ja. Naja. Geh doch. Mein Segen ist schwarz, mein Blut ist rot. Und du, mein Freund, bist tot. Jo. Genau, das bist du. Ich nehme auch weiße Loot heute. Automatisch durch in der Nähe. Und dein Zweibein, du zickt mich zur Hölle. Das Doch, ist zwei ein Augen. Ort. Muss mich erkunden. Wenn ich Blut verfehle, würde ich mich wundern. Ah, steig ab. Das ist mal ein Glückswürfel. Ja. Nicht wert aus. Das war aber. Guck direkt in die Wand hinein. Nimm einen kräftigen Schlürf. Dein letzter Teil. Da habe ich den Zauber mitgenommen. Schutzkönig noch gar nicht getestet. Okay. Vielleicht hat sie ja Bums. Boah! Apropos Bums haben. Golfinbrecker. Hey, zurück und keinen Schritt weiter. Du hast hier nichts zu suchen. Oh nein. Also, danke, dass du diese Totems beseitigt hast. Aber hier haben nur Piratengefangene, Piratenwärter, Piratenrichter und Piratenanwälte Zutritt. Nun, ich bin Piratenanwalt und möchte Phil verteidigen. Ich habe eine Zulassung und das alles. Oh, na schön. Verzeiht mir eure Ehrbarkeit. Wenn das so ist, darfst du passieren. Oh, na dann viel Glück bei der Verteidigung von Schielauge, Phil. Du wirst es brauchen. Der Kern ist böser als Bösbert, der böse Herr des Bösen. So wahr ich Churl Finbreaker heiße. Und so heiße ich. Was ist ein Finbreaker? Kennen wir uns denn nicht schon? Haben wir nicht schon geredet? Mr. Curl? Okay, mal schauen. Dann Schlagrüstung. Ich glaube, das ist näher. Da. Das ist direkt um die Ecke gewesen. Zur Anschlagsrüstung, Team. Ich glaube, daneben. Daneben gesalzen. Wenn das so nah ist. Ich muss gar nicht Nein sagen. Das Geld habe ich nicht mitgenommen. So Geld kann ich auch nicht Nein sagen. Ah, da drüben. Hey, yo. Ein Hornenwart. Coolen Hut. Hätte ich auch gebrauchen. Hey, bist du die Hexendoktorin? Elende Gewunden. Den werde ich's zeigen. Das ist sie. Aber sie schläft. Oder ist in Trance. Oder einer Schlaftrance. Finde einen Weg, sie aus ihrem Hexenschlaf zu wecken. Steh auf. Ich werd verrückt. Diese Trance ist tiefer als ein versunkener Semiotiker.
Aber keine Sorge, es gibt da eine Kanone, die du steuern kannst. Setz einen Kurs! Willkommen bei Kanonen für Kenner. Wir haben alles für Ihre Kanonenbedürfnisse. Kanonen für Kenner, wenn es Kenner knallen lassen. Willst du es auch mal versuchen? Ja. Oh, wie entzückend. Findest du nicht auch? Findest du das lustig? Besorg mir etwas Lauteres. Hey, ihr elenden Landratten, das muss lauter sein. Bringt sie runter und verpasst ihr etwas, das den richtigen Wumms hat. Zeigen wir allen, was der Clan vom fernen Berg drauf hat. Zu klein. Bereit machen. Hör mir ganz genau zu, denn das ist wichtig. Ich brauche die lauteste Kanone, die du hast. Verstanden? Aber die Drachenkanone ist verboten, seit sie im letzten Zeitalter die Drachen des fernen Berges geweckt hat. Perfekt. Das ist die richtige. Nun gut, Drachenkanone. Drachenkanone bereit machen! Drachenkanone bereit machen! In Ordnung, ihr Hunde! Lasst das alte Rohr aufsteigen, aus dem alle weltlichen Sorgen kamen. Heute wühlen wir die Hölle auf. Ja. Ist das nicht aufregend? Ja. Weckt euch rein, ihr elenden Feigensäcke von Ach, das ist genau die Kanone, die ich haben will. Das gefällt dir auch wie von Gefährt, oder? Na los, schneller! Die Kundschaft stirbt schon an Altersschwäche. Mhm. Es tut mir schrecklich leid. Sie sind neu. Ach, verdammt, neu. Die Kanone ist bereit. Gut zu, Vivian Gefährte. Okay, ich bin wach. Moment. Vibriert. Ich bin wach? Urk! Wer hat mich aus meiner todesähnlichen, aber eindeutig nicht tot rausgerissen? Wieder die blöden Kanonen! Was? Tut mir leid! Ich hab gerade eine riesige Kanone abgefeuert! Denn jetzt so verdammt wichtig, um mir den Schlaf zu rauben? Ich muss einen Mann in einer Anschlagrüstung töten. Weißt du, wie ich sie zerstören kann? Eine Anschlagrüstung zerstören? Unmöglich. Es sei denn, es gibt hier noch mehr Hexendoktorinnen wie mich. Ich kann sie zwar nicht per se zerstören, aber der Fluch des wahren Charakters könnte aus einem Schalenfeigling eine kleinere Kreatur machen. Dann würde die Rüstung einfach abfallen. Andererseits könnte er daraus ein bösartiges Riesenmonster machen, je nach Charakter. Eins von beidem. Naja, die Hälfte klingt schon mal vielversprechend. Ich sag dir was. Triff mich in den hungrigen Höhlen und wir stellen den Fluch gemeinsam her. Gemeinsam. Yay. Wo willst du mich hinführen? Hungrige Höhlen. Gut, dass du rechtzeitig gekommen bist. Ein Zirkel der Gewundenen ist neulich bei meiner Hütte aufgetaucht und hat meinen Hexenkessel für sich beansprucht. Wir holen ihn uns bald zurück, aber zunächst brauchen wir die richtigen Zutaten. Das sind schon wieder Heider. Allesamt Genossinnen und Konkubinen vom braungebrannten Gilbert. Wohl, yeah. Du bist es also, der eine Anschlagrüstung zerstören will. Hat Lichans nicht eine besessen? Ich dachte, ihr zwei wärt wie zusammengebundenes Treibgut in einem schäumenden Meer der Liebe. Ei, das sind wir und werden es immer sein. Aber Lichans wurde entführt und seine Anschlagrüstung ruht auf der Brust vom braungebrannten Gilbert. Ich werde nicht ruhen, bis meine Liebe in meinen Armen liegt und meine Klinge in Gilbert steckt. Jetzt müssen wir Fluchessenz von ein paar armen, verfluchten Seelen sammeln. Geh zum Grab der abgenagten Piraten. Die haben den Fehler begangen, eine Nacht in diesen verfluchten Höhlen zu verbringen, wo sie von verfluchten Krabben gefressen wurden. Jetzt leiden sie unter dem gleichen Fluch und nehmen ihre wahre Krabbenform ein, wenn sie müde werden.
Beschwöre sie mit dem Behältnis. Und wenn sie sich in Krabben verwandeln, erlöse sie von ihrem Elend. Okay. Wir werden ihre salzige Essenz für den Fluch verwenden. Okay. Ich habe der Hexendoktorin nicht immer vertraut, aber sie hat mir immer aus der Patsche geholfen. Sobald sie ihren Kessel hat, kann sie bestimmt etwas für unsere missliche Lage zusammenbrauen. Schick mich einfach in die Richtung. Ich mach das schon. Wir müssten mir nicht 10.000 Stunden Backstory geben, was aus Leuten geworden sind, die platziere das Fluchbehältnis und beobachte, wie es seine Magie entfaltet. Ja. Oh, nein, Pilzgefährte, verdammt. Er hat sich verwandelt. Töte ihn und sammle seine klebrige Essenz. Nein, der ist einfach so gestorben. Sims. Oh, da ist der Boss. Okay, sie ist gut, die Shotgun. Da kann man nichts sagen. Die macht ordentlich Booms. Der macht ihn schnell weg. Verdammt, jetzt gefährdet, hat viel Bohnen gegessen, Alter. Das ist der Typ. Ja. Gib mir deine Essenz, Baby. Oh, er hat schon wieder nicht fahren lassen. Das. Wenn man mit seiner Ernährungsberaterin sprechen. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so geschickt im Kampf gegen Krustentiere ist. Gut gemacht. Aber um den Fluch zu vollenden, brauche ich meinen Kessel. Wir treffen uns am Strand in der Nähe meiner Hütte. Aber Vorsicht! Diese gewundenen Vetteln haben mehr Seeleuten Holzbeine verpasst, als die Rippe der Diamantschwertdolchschere. Die was? Die Riffe der Diamant. Nee. Unten. Komm, schicken wir diese Seehexen zurück in die glitschige See, aus der sie kamen. Hol meinen Kessel und bereite den Fluch vor. Das ist neu. Goldene Kugel. Was? Wer ist das? Gewundene Freunde! Da sind sie! Das ist der braungebrannte. Ist das der braungebrannte Gewehr? Gewehr ist hier? Ich mach mein Schiff bereit! Töte ihn! Töte ihn? Du hast meine gewundenen Freunde auf dem Gewissen. Stell dich mir. Ich will ihre Mörder ins Auge sehen. Das schauen wir noch, ob da eine goldene Kugel liegt. Priorities, Gilbert, prioritize. Goldene Kugeln, yeah. Nein. Nicht auf diese Wer Seite. Wer immer du bist, mein stattlicher, geheimnisvoller Mörder. Du schließt dich meiner untoten Mannschaft an. Natürlich erst, wenn wir dich tot gemacht haben. Mannschaft! Angriff! Oh. Halte durch, solange du kannst! Der alte Bounce ist auf dem Weg! Easy, ich hab die Hexe sogar auf meiner Seite. Die Mannschaft hatte keine Chance gegen meine Pilzgefährten. Und feuert mehrmals!
ich was anderes sage! Wenn man Snap ausrüsten. Diese Waffe hat Range. Ich liebe den Geruch von Kanonaden am Morgen! Wollen die auch drei Zeiten auf mich? Warum sinkt deine Crew nicht? Das ist die größere Frage. Meine geliebte Mannschaft! Das wirst du büßen. Irgendwann. Diese verräterische Jakobsmuschel flieht. Er stimmt zurück in seine Höhle. Ich komm dich holen, Gilbert! Sag LeChance, dass ich euch beide hole! Diese verdammten Seehexen haben mein Zuhause verwüstet. Oh, Bones, gut, dass du aufgetaucht bist. Es ist zu viel Zeit seit unserem letzten Abenteuer vergangen. Praktizierst du noch immer dunkle Meermagie? Würdest du mich sonst um Hilfe bitten? Du, wirf nur die Fluchessenz in den Kessel. Oh, das ist wirklich schrecklich nett von dir. Tausendmal Dank. Es ist vollbracht. Sammle die Essenz in deinem Fluchbehältnis und du kannst den braungebrannten Gilbert aus der Rüstung transformieren. Wo schießt mich du das denn? Du bist schon seit vielen Monaten mit LeChance zusammen, Bones. Warum hast du ihn nicht zu deinem Lebensgefährten gemacht? Ist eine gute Frage, Hexendoktorin. Wenn der braungebrannte Gilbert erst auf dem Meeresboden liegt und LeChance frei ist, mache ich das vielleicht. Versuch jetzt zu verhandeln. Es muss kein Blut mehr vergossen werden, außer es ist das Blut vom braungebrannten Gilbert. Parley! Aus dem Weg, ihr alle! Ich bin hier, um mit dem Kapitän zu verhandeln. Parley! Hast du einen Termin? Parley! Ich wusste nicht, dass ich einen brauche. Parley! Darf ich fragen, worum es bei dem geplanten Gespräch mit Kapitän Gilbert geht? Parley! Ich werde ihm drohen, dass er LeChance freilässt, sonst... Parley, das klingt wie eine Drohung. Ich dachte, wir würden verhandeln. Vielleicht solltest du ein paar Manieren lernen. Auf keinen Fall lassen wir dich mit dieser barbarischen Einstellung rein. Verdammt sei der alte und subtile Kodex des Parley. Das Piratenrecht schützt diese Landratten. Wir können sie nicht einfach niedermähen. Dieses Piratenrecht beschützt das kleine Tierchen? Genial, das könnte funktionieren. Seekreaturen unterliegen bestimmt nicht dem Piratenrecht. Verpass ihnen einen Fluch. Was? Oh, verstehe. Es hat funktioniert. Sie fallen durch ihre feigen Rückenschilder auf. Und jetzt töte diese niedlichen Krabben. Niedliche Krabben müssen sterben. Sie können nichts vererben. Das war knapp. Wir haben fast Piratenrecht gebrochen. Wir hätten vor dem Piratengericht landen können. Das hätte ein Piratenbußgeld gegeben oder sogar gemeinnützige Piratenarbeit. Und jetzt töten wir diesen betörenden Gilbert und befreien meinen lieblichen LeChance. Vorwärts! Sieht LeChance vor den Tower eingeparkt. Du schrubbst das Deck, du kleiner Wurm, hat mich nicht zu beklagen. Sieg der Schanz hinfort der Hoffnung abgesagt. Hinfort, oh, kein Bounce, wenn sich die Liebe wohl verfehlt. Hinfort der Schanz, hinfort mit dir die Tiefe abgesagt. Ah, ich glaube, da mache ich mal keinen Remix draus. Es kann noch so viele Valorman-Remixes geben von mir. Du kommst zu spät. Ich habe die Anschlagrüstung und deinen kostbaren Piratenliebsten. Eine falsche Bewegung und LeChance ist LeTod. Bonesy, du bist gekommen. Natürlich, so sicher wie die Gezeiten, Geliebter. Ich bin es leid, euch zuzuhören, wie ihr euch das Herz ausschüttet. Mannschaft, schneidet ihnen die Herzen raus. Töte Gilberts Mannschaft, Drill kann sie aussortieren. Hinfort, ohne Chance, hinfort, die Hölle ist dein Ziel. Zeit zu gehen, hinfort, ich hoffe, ein Blut zum Kopf. Bleib der Chance, sei nicht so gelacht.
Doch kämpfe ich auf Teufels Weg, krieg ich Kanonen weg. Weg der Schuss, die tiefe Chance, und sonst du hast den Fall. Auf uns zu singen. Aber jede Seele in meiner Mannschaft ist treu bis zum Schluss. Seht her, ein bisschen Seezauberei und das Opfer einer unschuldigen Seele. Bones! Lichards! Nein! Und damit beginnt der braungebrannte Gilbert, Lichards Seelenenergie zu entziehen. Es ist noch nicht zu spät. Wir können Lichards noch retten. Töte die Mannschaft! Sekunde. Er belebt seine ganze Mannschaft mit nur einer Seele wieder? Teil einer Seele. Du musst auch zuhören, Klein. Wie viel Seelenenergie hat Lichards überhaupt? Keine Ahnung. Genug. Also, jede Menge, klar. Er macht Seelenpilates. Frag nicht. Was gibt's hier unten? Eine goldene Kugel. Nicht nur einfach nur Welpen sein, oder? Der Lader wird schon richten. Heute Glück, oder nicht? Getötet haben, Bones Threewood. Aber wenn der Tag endet, werde ich noch ganz sein, während dein Herz nur noch eine leere Hülle ist. Ich überlasse dich den Resten deiner Liebe. Ich bin auf meinem Schiff, wenn du dich ihm anschließen willst. Was? Runter? Was wollt ihr jetzt von mir? Lichards, mein Herzensgefährte durch raue und ruhige See. Dieser Körper wird mir fehlen. Ich habe doch so hart an meinem Steißbeintraining gearbeitet. Aber wir haben keine Zeit mehr, Bones, Schatz. Du musst Gilbert aufhalten. Ich weiß nicht, wie lange ich diesem Sturm noch standhalten kann. Komm, Herzchen! Der mörderische Bastard ist auf seinem Schiff, bereit zur Flucht. Es geht weiter. Mit dieser Piratenliebesgeschichte. Interessant, wie sich das entwickelt hat. Zeit, das hier zu beenden. Mal sehen, ob der Fluch der Hexendoktorin funktioniert. Platziere das Behältnis und Feuer frei. Es hat geklappt! Moment, was ist das? Er wird größer! Ihr habt meine Anschlagrüstung verbeult! Nein! Das ist für bezahlt, Bones Threewood! Bei meiner elenden Klaue! Ich schicke dich zu Lichards in die Tiefe! Das ist für Lichards! Das ging alles immun. Ein cooles Schiff. Okay. Der überlebt mir zu viel gerade. Wo ist mein SMG hier? Oh, so schnell geht's. Aber ich werde meinen süßen Lichards nie mehr im Arm halten. Wer weiß, wohin Gilbert seine Seele geschleudert hat. Hexendoktorin, bringst du mich bitte nach Hause? Natürlich, Bones. Komm zu meinem Haus. Ah.
Das ist doch cool. Nein. Ich habe zu viel Schwachsinn mitgenommen. Unter da. Eine Rüstung auch, die ich nehmen kann. Da. Da, grün Schrot, her damit. Dafür, dass ich gerade was mit Rüstungsglück aufgehoben habe. War da nicht viel Rüstungsglück dabei? Ui. Ah, hm. Oh, okay, wir sind wieder zurück. Danke fürs Zurückteleportieren. Nehmen wir lieber den Automaten drüben. Oh, Bones, hier möchte dich jemand sehen. Bones, kannst du mich hören, Bones? LeChat, mein Liebster, du bist frei. Frei und voller Erwartung auf dich. Du kommst immer zu mir, Bonesy. Und hier bist du, so sicher wie die Brandung. Oh, LeChat. Ich bin aus echten Knochen und du nur Schall und Rauch. Wir können nicht zusammen sein. Es sei denn, jemand hier benutzt Seezauberei. Herzchen, verfluche mich! Sicher? Der letzte Kampf war ziemlich brutal. Sicherer als sicher. Wenn ich erstmal eine furchterregende Riesenkrabbe bin, springe ich aus meiner Anschlagrüstung und du kannst meinen schaurigen Geist aus meiner körperlichen Hülle locken. Du wirst eine kleine Krabbe. Du bist keine große Krabbe. Was so? Was ist passiert? Ich bin total winzig. Da kann ich helfen. Durch ein altes, geheimnisvolles und kompliziertes Meereszauberritual. Dann rede nicht nur davon. Leg los! Hol meinen Geist hier raus! Bitte! Sicher doch, Bones. Halt still! Bibidi-Bidokabam! Es hat geklappt! Endlich bin ich frei von diesem verfluchten Knochengefängnis! Oh, Bones, du bist genauso schön wie an dem Tag, als wir uns kennenlernten. Liebster! Wenn ich bei dir bin, bin ich der glücklichste Pirat aller Meere. Ich gebe alle nautischen Ausschweifungen der Welt. Bekäme ich dafür nur einen? LeChat. Oh, Bones. Du bist ein schrecklicher Halunke. Ah, und vergiss das nie, Liebster. Euch, Mannschaft, überlasse ich meine weltliche Schatztruhe. Wo wir hingehen, brauchen wir das nicht. Das ist alles dein Herzchen. Jetzt begleitet uns fort. Oh. Es bringt Unglück, eine Reise ohne ordentliche Verabschiedung zu starten. Das ist alles. Ode, danke für den Schatz und viel Glück auf eurer Reise. Was auch immer. Was? Reise? Aber wohin? Wir haben keine Karte. Ich brauche keine Karte, um zu wissen, dass Abenteuer warten, Liebster. Lassen wir all das hinter uns. Hinfort, Schatz, hinfort. Gemeinsam geht's hinfort. Hinfort, LeChat, hinfort. Es geht so weit hinfort. Mist, wo bin ich hier? Mist! Ah, ich kann wieder alles rundherum laufen. Yep, das war nicht das Beste. Oh, peace out.